Penny. Penny. Meine meine Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Folgendes, ich habe oder ich möchte ja euch jetzt so ein bisschen was erzählen von den letzten Tagen, den Tagen, was noch so kommt. Und ja, was ich gemacht habe so. Ich dachte mir jetzt einfach, komm, ich habe jetzt ungefähr 2,5 Stunden, also ungefähr 2 Stunden, an mein Zelda-Schild dran rumgewerkelt, was ich auch vorhin schon mal bei Facebook hochgeladen habe. Und ja, ich dachte mir halt einfach mal, komm, ich gehe jetzt nochmal raus und nehme jetzt einfach einen Vlog an, denn ich habe heute ein Paket bekommen mit dem Teil, was ich quasi gerade in der Hand halte. Und ich muss dazu Folgendes sagen, und zwar... Und ich hoffe auch, dass ihr mir da nicht böse seid. Vor ein paar Tagen habe ich einen Stream gestreamt, wo ich etliche Unterstützung bekommen habe für meinen Urlaubsstream, wollte ich gerade sagen. Ding, ding, ding. Ich habe zu viel Schaumstoff heute gerochen. ich habe wirklich viele, viele Unterstützer gehabt für meinen Urlaub nächste Woche. Ich danke euch vielmals. Ohne Spaß, Leute, ich hätte nie mit so einem Support gerechnet. Nie. Also ich hätte maximal vielleicht, wenn überhaupt, mit 5 Euro gerechnet, 10 Euro, aber nicht mit der Summe. So, und ja, es war halt so gewesen, dass mir genau noch 50 Euro gefehlt haben, um mir diese Kamera leisten zu können. Denn es ist schon, ja, für die Leute, die das kennen Lecria Mini X, das ist schon ein extremer Preis. Und ich wollte aber unbedingt meinen ersten Urlaub mit meinem Freund zusammen auf Kamera festhalten. Und ich dachte mir so, komm, das ist der perfekte Zeitpunkt, um quasi diese Kamera zu kaufen und dann halt wirklich auch noch so tägliche Vlogs zu machen mit meinem Freund und meinem Hundi. Penny. Und ich habe diese Kamera heute ausgepackt und war so mega begeistert, weil die ist halt wirklich so klein und die macht halt hoffentlich richtig gute Videos. Ich habe übrigens noch einen Bonbon im Mund. Und ja, von daher seid mir echt nicht böse, dass ich 50 Euro quasi von dem Geld weggenommen habe und das für diese Kamera ausgegeben habe. Aber letztendlich, sage ich mal so, habt ihr ja auch was davon. Denn es wird definitiv jeden Tag dann vom Urlaub so ein paar Vlogs geben. Ja, zumindest wenn es funktioniert. Also WLAN haben wir wohl dort, laut Prospekt. Jetzt liegt es halt nur noch daran, ob quasi von meinem Freund der PC das aushält mit dem Rendern. Ansonsten versuche ich das halt einfach dann so zu machen, dass ich ja, die Videos quasi so aufnehme, dass ich sie halt kaum zusammenschneiden muss und so weiter und so fort. Und mal schauen, übrigens knurrt mir mein Magen und Penny hat schon wieder irgendwas gewittert. Penny, hey, Fräulein. Weil wenn die was wittert, zieht die halt wie Sau. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Dann folgendes Thema noch, und zwar wegen Stream. Viele Leute kommen halt in Stream und sagen, oh nee, schon wieder basteln, oh nee, schon wieder das und keine Ahnung. Folgendes, und zwar habe ich mir eigentlich von Anfang an geschworen, dass ich wirklich nur das mache, was mir Spaß macht. Ich denke mal, einige Leute werden mich verstehen, einige Leute vielleicht nicht. Aber weil letztens hat auch jemand geschrieben gehabt, ja, mach doch mal das und das. Da habe ich aber dann wiederum gesagt, nee, weil ich möchte halt wirklich nur das zeigen, quasi, was mir Spaß macht. Im Moment macht mir halt wirklich das Cosplay-Bauen extrem viel Spaß, Leute. Ich habe heute, wie gesagt, das Zelda-Schild angefangen, weil ich halt mit dem Renker nicht weitermachen kann. Da ich ja das Plasti-Dip... Oh, jetzt. Hast du eine Maus? Wo ist die Maus? Okay, so schnell wollte ich jetzt nicht ins Gebüsch fliegen. Komm, Maus, Penny. Oh. Na los, weiter. Und auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, habe ich mir halt das Plasti-Dip aus Amerika bestellt, sodass ich quasi die Waffe komplett umrunden kann damit. Weil mit Wobbler kann ich sie nicht überziehen, dafür ist sie halt zu groß. Da wäre halt meine Wobbler-Rolle direkt schon wieder alle. Und aus dem Grund mache ich das halt so. Und zur Überbrückung der Zeit mache ich halt im Moment das Zelda-Schild. Ich werde auf jeden Fall irgendwann jetzt mal in den nächsten Monaten mal noch ein Gewinnspiel machen, wo ihr eventuell eine Waffe nach Wahl gewinnen könnt. Allerdings kann man, oder sag ich mal so, nicht jetzt irgendwie hier ein Mega hier 2 Meter mal 2 Meter Waffe oder so, also sowas nicht, aber irgendwas Kleines, was ich dann euch quasi anfertige und das ihr dann gewinnen könnt. Und ja, nach dem Urlaub geht es dann definitiv weiter mit dem Renker, also mit der Renker-Waffe, dem Schwert. Das werde ich dann auf jeden Fall live im Stream dann noch fertigen, beziehungsweise zu Ende machen. Und
ja. Ansonsten, was gibt's Neues zu sagen? Also wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich wirklich im Moment nicht zocke, beziehungsweise relativ selten zocke und dafür halt mehr bastle, weil ich will halt wirklich nur das zeigen, was mir Spaß macht. Für die Leute, die halt was dagegen haben, schaltet einfach nicht ein. Schaltet halt wieder ein, wenn ich irgendwie zocke oder spiele oder wie auch immer. Weil, ja, wie gesagt, ich mag mich halt auch ungern verstellen. Ja. Wieder was geschnüffelt. Ja, und übrigens hoffe ich auch mal, dass ihr nicht so die Probleme mit der Kameraeinstellung habt. Ich nehme halt im Moment das allererste Mal mit dieser Kamera auf. Und ich will jetzt auch mal versuchen, noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, bis ich halt in Urlaub gehe. Und übrigens da hinten schöner Sonnenuntergang. Den sieht man nur leider kaum, beziehungsweise nicht gut. Und ich finde es immer so lustig, wie die dann halt immer wie so ein Reh in die Wiese springt. Naja. Ja, auf jeden Fall hoffe ich auch mal, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich da einfach mal 50 Euro weggeschnappt habe für diese Kamera. Und, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, nächste Woche jeden Tag halt einen Vlog hochzuladen. Und ja, ansonsten, was gibt's Neues zu sagen? Eigentlich nichts Besonderes. Ich, ohne Spaß, Jungs und Mädels, ich habe so lange kein Vlog mehr gemacht. Ich habe mich garantiert jetzt bestimmt dreimal wiederholt und habe irgendwas vergessen, was ich eigentlich sagen wollte und irgendwas Sinnloses hinzugefügt, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Und naja, ich hoffe mal, das klappt auf jeden Fall so die nächste Zeit und die nächsten Tage. Und ja, nächster Stream findet übrigens am 20. April statt, also morgen. Heute ist ja Dienstag, der 19. glaube ich. Und morgen ist der 20. der Mittwoch, genau erstmal so die Drehe. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.